Ja, herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture Finde deinen perfekten Lernort. Mein Name ist Deborah Peine, ich bin Diplompsychologin und arbeite im Studiencoaching im ZFBK. Ja, und ich bin heute hier, um mit Ihnen gemeinsam zu überlegen, was einen perfekten Lernort auszeichnet und Ihnen ein paar Tipps mitzugeben, wie Sie auch für sich selber so die passende Lernumgebung finden können. Vielleicht haben Sie selber schon die Erfahrung gemacht, dass Sie an anderen Orten lernen als Ihre Freunde. Vielleicht haben Sie auch schon mal unterschiedliche Lernorte ausprobiert und haben gemerkt, dass Sie sich nicht an jedem Ort gleich gut konzentrieren können. Dass es Orte gibt, an denen Sie motivierter sind, in denen Sie besser ins Lernen reinkommen können und es auch Orte gibt, wo Sie merken, und das klappt dort gar nicht mit dem Lernen. Und das liegt daran, dass Orte auch immer Assoziationen wecken, dass wir mit bestimmten Orten ja, Tätigkeiten verbinden, Aufgaben, Gedanken, aber auch Gefühle oder Stimmungen. Vielleicht haben Sie zum Beispiel mal einen Entspannungskurs gemacht, einen Yogakurs und haben dabei gemerkt, dass Sie nicht erst entspannt sind mitten in dieser Yogastunde, sondern vielleicht sogar schon, wenn Sie nur das Gebäude oder den Raum betreten. Das liegt daran, dass dieser Raum wahrscheinlich ursprünglich neu für Sie war und Sie dann an diesem Ort nichts anderes gemacht haben, außer sich zu entspannen. Und dadurch dieser Ort alleine schon ja, Entspannung ausstrahlt und Ihnen so signalisiert, das ist jetzt der Ort, das ist jetzt Zeit nur für mich, für meine Erholung. Das wäre zum Beispiel kein guter Ort, um da zu lernen, weil das dann nicht zusammenpasst, Entspannung und Lernen am gleichen Ort. Ein anderer Ort, der auch mit Entspannung verknüpft ist und den Sie alle zu Hause haben, ist das eigene Bett. Also auch das Bett ist ein Ort, das ist für Entspannung, für Schlafen ja, vorgesehen oder natürlich auch, um mal vielleicht da tagsüber mal ein Buch zu lesen oder für schöne Stunden mit dem Partner oder Partnerin zusammen. Aber das wäre auch kein guter Ort, um da zu lernen, weil Sie dann entweder beim Lernen müde werden oder wenn Sie sich abends hinlegen und eigentlich schlafen möchten, Ihnen dann wiederum Ihre Lernsachen durch den Kopf gehen. Das heißt, es macht durchaus Sinn, sich zu überlegen, ja, welcher Ort eignet sich denn für mich persönlich, um dort zu lernen? Was habe ich selber schon für Orte ausprobiert oder was ist so mein aktuell gewählter Ort und was assoziiere ich mit diesem Ort? Ist das ein Ort, den ich mit Lernen, mit Erfolg, mit Motivation verbinde oder mit was ganz anderem? Ja. Genau, und so wie das Bett ein Ort sein sollte für Entspannung, können Sie sich auch überlegen, sich einen Lernort, einen Arbeitsplatz zu suchen, der nur für das Lernen und für das produktive Arbeiten reserviert ist. Sodass Sie, sobald Sie in diesen Ort kommen, sofort wissen, jetzt bin ich hier in meiner Rolle als Student, als Studentin, meine Aufgabe ist es jetzt hier zu lernen und wenn ich wieder gehe, steht auch wieder was anderes an. Ja. Jetzt kann man sich unterschiedliche Lernorte suchen und viele lernen ja gerne zu Hause. Und zu Hause hat man meistens nicht so viele unterschiedliche Orte zur Verfügung. Also die wenigsten zum Beispiel haben im Studium den Luxus eines eigenen Arbeitszimmers. So, dass sich dann doch vieles im gleichen Raum abspielt. Und dann kann man auch überlegen, wie kann ich mir innerhalb eines Raumes dann trotzdem ja eine Arbeitsumgebung schaffen, also die sich in irgendeinem anderen Aspekt von der Freizeitumgebung unterscheidet. Da habe ich ganz am Ende ein paar Tipps für Sie, was Sie vielleicht mal ausprobieren können. Wenn Sie jetzt auf der Suche sind so nach Ihrem eigenen Lernort, können Sie sich erstmal überlegen, ja, was soll der eigentlich für Qualitäten haben? Also was brauche ich da an Voraussetzungen? Also ein Beispiel, wenn Sie sagen, ich brauche ganz bestimmte Bücher und die gibt es nur im Präsenzbestand einer Bibliothek, dann ist Ihr Lernort wahrscheinlich schon ziemlich festgelegt. Ansonsten können Sie sich überlegen, was brauche ich sonst für Materialien? Also wie soll zum Beispiel mein Schreibtisch aussehen? Welche Materialien brauche ich dort griffbereit? Was ist eher störend? Was sollte ich eher beiseite räumen, weil es mich zum Beispiel auch sehr ablenkt? Oder wenn Sie an einem anderen Ort lernen und nicht zu Hause, können Sie sich zum Beispiel auch so etwas wie ein mobiles Büro einrichten. Das geht relativ einfach, da brauchen Sie an sich nur zwei Rucksäcke, also einen Rucksack so für die Freizeit und einen Rucksack für Ihre Lernsachen, der dann einfach auch so gepackt auch zu Hause stehen bleiben kann. Also wo Sie sagen, da habe ich meinen College-Block drin, da sind die Marker drin und das räume ich zu Hause gar nicht aus, sondern ich kann diesen Rucksack an jeden Ort mitnehmen und habe dann immer alles dabei, was ich brauche. Ja. Dann anderes, also ganz banal, wenn Sie zum Beispiel mit dem Laptop arbeiten, brauchen Sie wahrscheinlich einen Ort, an dem Sie eine Steckdose haben, an dem Sie vielleicht auch Internetzugang haben. Da bietet es sich vielleicht nicht so an, sich irgendwo nach draußen zu setzen, weil das dann nicht passend ist. Ja.
Dann können Sie sich überlegen, was brauche ich ansonsten drumherum? Also wie viel Ordnung brauche ich eigentlich, dass ich mich da gut konzentrieren kann? Wie viel Licht brauche ich, Tageslicht? Macht das zum Beispiel Sinn, den Schreibtisch direkt auch ans Fenster zu stellen, um rausgucken zu können? Oder welche Form von Ruhe oder Stille brauche ich? Brauche ich es absolut ruhig? Brauche ich so ein bisschen Hintergrund, vielleicht so ein bisschen Musik, was so andere Geräusche überlagert? Und was sind so vor allen Dingen so die Sachen, die mich persönlich auch ablenken? Und an welchem Ort kann ich dem eher aus dem Weg gehen? Zum Beispiel weiß ich von einigen, die sagen, dass es ihnen eher in der Bibliothek gelingt, ihr Handy auszumachen oder in den Spind zu räumen und das zu Hause sehr viel schwieriger ist, umzusetzen. Ja, und Sie können halt überlegen, was ist so das, was mich am meisten ansonsten ablenkt. Sind es Personen, sind es bestimmte Geräusche, sind es Dinge, die mir ansonsten noch so in den Sinn kommen? Und an welchem Ort kann ich das besser steuern, wovon ich mich ablenken lasse? Ja. Wenn ich Studierende frage, wo sie am liebsten lernen, werden hauptsächlich zwei Orte genannt, nämlich entweder in der Bibliothek zu lernen oder zu Hause zu lernen. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz andere Orte, wie zum Beispiel, wenn man eine lange Pendelstrecke jeden Morgen zu bewältigen hat, dass man sagt, man lernt während der Bahnfahrt oder irgendwo draußen oder im Café oder auch bei anderen Personen zu Hause. Ja, auf Bibliothek und zu Hause gehe ich gleich ein bisschen ausführlicher ein. Zu den anderen Orten ist zu sagen, also alle Orte haben Vor- und Nachteile. Bei der Bahnfahrt zum Beispiel muss man sich erstmal die Frage stellen, ist das realistisch, kann ich mich da überhaupt konzentrieren? Wie viel Trubel ist da, bekomme ich einen Sitzplatz? Wie lange habe ich überhaupt Zeit, da im Zug zu sitzen? Und welche Art von Lernen bietet sich da an? Also wahrscheinlich ist es einfacher, ein paar Karteikarten rauszunehmen. Dann hat man auch direkt eine gute Überbrückung, wenn der Zug mal wieder zu spät ist. Aber man kann halt schwierig da drei Bücher zum Beispiel auspacken. Ja. Genau, in der Natur, im Café zu lernen, das sind vielleicht Orte, die man einfach sehr angenehm findet, an denen man sich gerne aufhält. Da ist so die Frage, wie sehr mische ich das dann eigentlich mit meiner Freizeitumgebung? Man kann das durchaus auch mal ganz bewusst machen, dass man sagt, ich habe vielleicht was zu lernen, was mir überhaupt nicht zusagt, wo ich es schwierig habe, mich dafür zu motivieren. Und ich setze mich ganz bewusst an einem Ort, an dem ich mich gerne aufhalte, an dem ich in positiver Stimmung bin. Ja, gleichzeitig ist natürlich auch die Frage, es ist jetzt gerade nicht die Saison, aber ich sehe im Sommer im Freibad viele, die da auch mit ihren Lernsachen sitzen. Also inwieweit man dann noch so die Zeit im Freibad genießen kann, wenn man weiß, eigentlich wollte ich doch auch zwischendurch mal was lernen. Genau. Ja, man kann manchmal ganz gut bei Freunden lernen, da kann man so eine Arbeitsgemeinschaft bilden oder auch manchmal bei den Eltern. Vielleicht ist man da an dem Ort, an dem man früher auch schon viel gelernt hat, zu Schulzeiten. Andere sagen, bei den Eltern lernen geht gar nicht. Vielleicht tatsächlich auch, weil es so weit, also in manchen Fällen sehr weit weg ist von Gießen. Man sagt, ich bin in einer anderen Stadt und Gießen ist dann so weit weg und ich bin damit so vielen anderen Dingen beschäftigt, da komme ich gar nicht mehr zum Lernen oder möchte da auch gar nicht lernen. Genau, also wie Sie sehen, ist das sehr individuell, was jeder so braucht und was sich vielleicht eher anbietet oder auch nicht. Genau. Ja, die Bibliothek ist tatsächlich erstmal ein sehr guter Lernort. Also sind ja auch hier in der Bibliothek und wahrscheinlich, weil sie hier diesen Ort für sich selber als Lernort ausgewählt haben. Diejenigen, die gerne hier lernen, sagen vor allem, dass es gut ist, dass man diese räumliche Trennung hat. Also es gibt Studierende, die sagen, ich lerne nur in der Bibliothek und zu Hause gar nicht mehr. Und dann komme ich hier hin und mache hier meine Lernsachen und habe hier auch eine Lernatmosphäre, weil alle anderen um mich herum auch hier sind, um zu lernen, um zu schreiben, um zu arbeiten. Und wenn ich dann nach Hause komme, habe ich da Feierabend. Also das wäre so diese ganz klare räumliche Trennung. Letztens sagte eine Studierende zu mir, sie findet es so gut, in der Bibliothek zu lernen, weil sie dazu gezwungen ist, sich zu Hause auch erstmal fertig zu machen, dass sie ihre Tasche packen muss, dass sie duscht, dass sie sich anzieht. Und sie sagte, wenn sie einmal auf dem Fahrrad hier hingefahren ist, dann kommt sie hier frisch und munter an und ist viel wacher, als wenn sie zu Hause geblieben wäre. Und sie sagte auch, jetzt hier in der Bibliothek findet man immer auch einen freien Schreibtisch. Man hat viel Platz, sich auszubreiten und man muss nicht erst aufräumen, wie man es vielleicht zu Hause machen müsste. Kann natürlich auch ein Nachteil sein, sich erstmal auf den Weg machen zu müssen. Das ist dann, wie gesagt, wieder eigene Vorliebensache. Vielleicht haben Sie hier weniger Ablenkung als zu Hause. Das hängt davon ab, wovon Sie sich ablenken lassen. Jedenfalls bietet die Bibliothek nicht so viele andere Möglichkeiten, was man hier machen kann. Also zu Hause gibt es ja viele Freizeitaktivitäten, die locken. Oder ich kenne viele, die dann anfangen, die ganze Wohnung zu putzen. Und all das ist eher schwierig in der Bibliothek zu machen. Also manche sagen, sie haben hier deutlich weniger Ablenkung.
Ja, und zu guter Letzt ist es auch so, dass es ja in der Bibliothek ja auch unterschiedliche Lernorte gibt. Es gibt ja diese Bereiche, wo ganz viele sitzen, wo man gefühlt ganz viele Arbeitskollegen um sich herum hat, die auch alle lernen. Aber es gibt auch diese Einzeltische, wo man eher so seine Ruhe hat oder selber steuern kann, ob man das Fenster auf oder zu macht. Und dann ist es ja auch so, dass es ganz unterschiedliche Bibliotheken gibt. Und Sie können ja mal überlegen, wie viele davon Sie schon kennengelernt haben. Also letztens war ein Studierender bei mir, der hat das dann so als Experiment gemacht, dass er sagt, er testet mal jeden Tag eine andere Bibliothek aus, um mal so zu gucken, wie ist da so ja, die jeweilige Stimmung, Atmosphäre. Die haben nämlich alle doch nochmal eine andere Ausstrahlung. Und da kann man mal so schauen, an welchem Ort innerhalb der Bibliotheken kann ich so am besten lernen. Ja. Und manchmal kann es ja auch schön sein, niemanden zu begegnen, den man kennt. Auch das kann ja manchmal auch von Vorteil sein, also wenn man an einem ganz anderen Ort mal sitzt. Ja, dann der andere beliebte Ort ist es, zu Hause zu lernen. Das hat natürlich den Vorteil, dass man sowieso schon zu Hause ist. Man kann sich also jederzeit an den Schreibtisch setzen, man hat keine Wegstrecke, man muss sich auch nicht extra anziehen. Man hat auch die Materialien zu Hause, also man vergisst nichts irgendwie auf dem Weg, was einem dann erst woanders einfällt. Und zu Hause ist natürlich ein sehr individuell gestaltbarer Lernort. Da sind auch Dinge möglich, die in der Bibliothek nicht möglich sind. Also da kann man sich hinsetzen mit seiner Kuscheldecke, mit seinen Lieblingskeksen auf dem Tisch, kann die Musik anmachen und kann das alles sozusagen so gestalten, wie man möchte. Und man ist natürlich auch mit manchen Lernmethoden variabler. Also zu Hause können Sie auf- und ablaufen, können laut vor sich hinreden. Das ist in der Bibliothek auch nicht so sehr gewünscht oder vorgesehen. Ja. Der Nachteil daran ist, dass man keinen Weg hat und dass man sich immer an den Schreibtisch setzen kann, ist, dass man natürlich auch jederzeit auch wieder aufstehen kann. Das heißt, es gibt so viel anderes, was man auch machen kann und was einen vielleicht ablenkt. Und es ist weniger deutlich, wann jetzt eigentlich die Lernphase tatsächlich beginnt. Also wann wechsle ich von meiner Freizeit in die Studentenrolle. Und da habe ich Ihnen so ein paar Ideen mitgebracht, was Sie zum Beispiel machen können oder was ich schon von Studierenden gehört habe, was Sie ausprobiert haben. Also manche nutzen zum Beispiel Musik beim Lernen. Also typischerweise eine Musik, die sie sonst in ihrer Freizeit gar nicht hören. Da wäre die Empfehlung, eher was Instrumentales zu nehmen, weil wir von Sprache sehr schnell abgelenkt werden, insbesondere wenn wir auch noch gleichzeitig Texte zu lesen haben. Oder man benutzt die Musik an einer anderen Stelle, nämlich zu Beginn des Lernens oder kurz vor dem Lernen. Ja, ich habe den Begriff der Einlaufhymne gewählt, weil das tatsächlich so ähnlich gedacht ist. Vielleicht kennen Sie das aus dem Fußballstadion oder von anderen Sportwettkämpfen, dass zu Beginn irgendwie ein bestimmtes Lied gespielt wird, während die Mannschaft aufs Feld einläuft und alles singt irgendwie mit. Und das ist ein Lied, wo es darum geht, wie erfolgreich man ist oder dass man ganz viel Energie hat und dass das gleich super erfolgreich wird, was man macht. Und Sie können sich ja überlegen, ob Sie sowas für sich selber auch nutzen möchten. Das ist eher vielleicht eine etwas verrücktere Idee sozusagen. Oh, ich suche mir so einen Song, den höre ich nochmal oder den singe ich auch mit und währenddessen tanze ich nochmal durch den Raum oder ich schreite so an den Schreibtisch und fühle mich unbesiegbar und gehe dann da dran und versuche sozusagen den Lernstoff, das alles zu bewältigen. Und wenn Sie dabei anfangen zu lachen, ist das auch hilfreich fürs Lernen, dann sind Sie auf jeden Fall in positiver Stimmung am Schreibtisch angekommen. Dann hat mir eine Studierende erzählt, dass sie eine Lern- und Arbeitskerze zu Hause hat. Das ist eine Kerze, die sie immer anzündet, wenn sie anfängt zu lernen und immer auspustet, wenn sie gerade Pause hat oder wenn sie ihren Arbeitstag beendet hat. Und das steht da so als so kleine Signalleuchte und sie weiß somit immer, jetzt ist gerade meine Lernrolle oder jetzt ist gerade meine Freizeitrolle. Oder manche benutzen bestimmte Nahrungsmittel, dass sie zum Beispiel sagen, oh, ich habe eine bestimmte Sorte an Keksen, die da immer steht. Oder ich habe es als Ritual, dass ich mir als erstes eine große Kanne Tee koche und wenn das Wasser heiß wird, kann ich mich darauf einstellen, dass gleich meine Lernphase beginnt. Und dann trinke ich diesen Tee während des Lernens, eine bestimmte Sorte, den ich nur beim Lernen trinke. Und dann habe ich auch gleichzeitig einen bestimmten Geschmack und Geruch, den ich mit Lernen assoziiere. Man kann natürlich auch bei dieser Kerze auch eine Duftkerze benutzen. Ist so die Frage, ob Sie dann jetzt für immer bei Vanille an Lernen denken möchten oder ob Sie einfach so eine neutrale Kerze benutzen wollen. Ja.
Ja, andere Kleidung kann man sich anziehen. Also klar ist es zu Hause gemütlich, man kann einfach im Schlafanzug bleiben, aber eigentlich ist ja der Schlafanzug assoziiert mit Schlafen. Und somit kann es auch sinnvoll sein, selbst wenn man alleine zu Hause ist und niemand einen sieht, sich trotzdem was Ordentliches anzuziehen, irgendwas, was sich nach Arbeitskleidung anfühlt. Und wenn man dann mit dem Lernen fertig ist, kann man ja wieder zurück zum Beispiel in seine Jogginghose schlüpfen und das sozusagen, also dadurch für sich selber spürbar machen, in welcher Rolle man gerade ist. Ja. Genau, bei der Art der Rituale ist an sich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also es gibt diejenigen, die sagen, oh, ich muss vorher erstmal nochmal aufräumen, alles wegräumen, was mich ablenkt, sodass ich nur noch meine Lernsachen da liegen habe. Oder ich lüfte nochmal durch und habe so die Idee von, da kommt nochmal frischer Wind, frische Energie von draußen rein. Oder ich kenne auch Leute, die zum Beispiel im Homeoffice arbeiten und auch so die Schwierigkeit haben, so eine Trennung schaffen zu müssen zwischen, bin ich jetzt eigentlich in meiner Arbeitsrolle hier oder in meiner Freizeitrolle. Und da hat mir jemand erzählt, dass er trotzdem morgens zur Arbeit geht. Das heißt, er zieht sich an, dann packt seine Tasche und dann geht er nach draußen und läuft eine Runde um den Häuserblock und kommt nach Hause, also praktisch wieder in sein Zuhause und setzt sich an seinen Schreibtisch und dann macht er da seine Arbeitssachen. Und während er auf der Arbeit ist, macht er natürlich die Waschmaschine nicht an, weil er ist ja auf der Arbeit. Und wenn er fertig ist, dann geht er auch wieder nach Hause. Auch eine kreative Idee. Kann man mal überlegen, ob das für einen selber auch passend ist. Ja, und wie gesagt, es gibt noch ganz viele andere Ideen. Vielleicht haben Sie selber Rituale, vielleicht kennen Sie Freunde, die Sie mal fragen können, was die so gemacht haben. Ja, und wenn Sie dazu noch Fragen haben oder zu irgendwas anderem, ja, rund ums Studium, zum Thema wie Lerntechniken oder Selbstmanagement oder Prüfungsangst, dann können Sie gerne die persönliche Beratung im Studiencoaching nutzen. Das ist kostenlos und vertraulich und Sie finden bei StudIP die freien Termine und können sich da mit einem Klick einfach anmelden. Genau, und dann bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen viel Erfolg auf der Suche nach Ihrem perfekten Lernort. Dankeschön.